Hallo und herzlich willkommen zu diesem Video aus der Kategorie der Biologie hier auf oberprima.com. Ich bin Kia Kahauer und heute geht es um folgendes Thema. Zwei Abschnitte der Glykolyse ohne spezifische Namen und chemische Strukturformen oder Summenformeln. Niveau 2. Die Glykolyse besteht aus einer energieverbrauchenden Phase und einer energiebereitstellenden Phase. Im ersten Abschnitt wird ATP verbraucht. Hier wird ATP gespalten und eine Phosphatgruppe wird auf die Glucose übertragen. Danach wird wieder ATP gespalten. Es handelt sich um die zweite Phosphorylierung. Dadurch entsteht ein Produkt, welches wieder in zwei Moleküle gespalten wird. Und diese beiden Moleküle fließen in den zweiten Abschnitt der Glykolyse. Nachdem nun zwei ATP-Moleküle verbraucht wurden, wird jetzt Energie freigesetzt, also das ADP wird wieder zu ATP. Die beiden Moleküle kommen in eine stark hexagone Oxidationsreduktion und dabei werden 2NAD plus zu 2NADH plus H plus reduziert und eine Phosphatgruppe wird auf ein Molekül ADP übertragen. Dadurch wird ADP zu ATP. Nun folgt eine Abspaltung von Wasser. Dabei wird Phosphoenolpyruvat gebildet. Und am Ende gibt es eine zweite hexagone Reaktion. Von beiden Molekülen Phosphoenolpyruvat werden Phosphatgruppen abgespalten. Es entsteht dann aus Phosphoenolpyruvat, entsteht dann nur noch Pyruvat, also das Phosphoenol ist weg. Und die beiden Phosphatgruppen, die in diesem Phosphoenol drin sind, die gehen auf die ADP-Moleküle und verbinden sich dort zu ATP-Molekülen. Die Bilanz der Glykolyse ist, Ein Molekül Glucose ergab zwei Moleküle Pyruvat, zwei Moleküle ATP und zwei Moleküle NADH+, H+. Und dieses NADH+, H+, wird in der Atmungskette weiterverwendet. Verwertet, ist eigentlich dasselbe. So, das war's zum Niveau 2, zu den beiden Abschnitten der Glykolyse. Wenn ihr das soweit verstanden habt und euch sicher fühlt in dem Thema, dann kann ich euch auch empfehlen, jetzt noch das nächste Video zu sehen, denn es ist eigentlich auch immer besser, wenn ihr mehr wisst, auch wenn weniger abgefragt wird, dann versteht ihr vielleicht mehr Zusammenhänge oder ja, die Informationen, die ich euch in diesem Video gebe, gebe ich euch im nächsten Video auch nochmal, aber füge da noch etwas hinzu. Vielleicht ist es leichter für euch, vielleicht auch nicht. Probiert es aus, wenn ihr wollt, wenn nicht, dann nicht. Bis hierher aber erstmal Fragen, Lob, Kritik oder Anregungen bitte wie immer in die Kommentare.